Hallo, wie geht's? Heute mal ein Video zum Weißabgleich in Adobe Premiere Pro. Ein paar Tipps und Tricks, die ich über die Zeit gelernt habe. Lasst uns anfangen. So, wir sind jetzt hier in Premiere Pro. Ich habe mal ein Projekt geöffnet und in der Sequenz sind ja random ein paar Aufnahmen, die ich in verschiedenen Videos genutzt habe. Wir springen mal zu dem Makro und schauen uns mal dieses hier an. Wie ihr wisst, filme ich ja mit Canon, hauptsächlich mit der R6. Hier gibt es auch noch ein paar Aufnahmen von der EOS R. Beide Kameras habe ich in den Log-Einstellungen, also ich nehme in Log auf. Und das Erste, was ich mache, wenn ich quasi das Color Grading anfange, mache ich vorher den Weißabgleich und natürlich erstmal das Logmaterial in normales umwandeln mit einem Basic-Glatt. Dazu nehme ich hier das und das sieht doch, finde ich, schon mal ganz gut aus. Allerdings stimmt manchmal der Weißabgleich nicht ganz. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, die Pipette zu benutzen. Dafür klickt ihr in einen Bereich, von dem ihr wisst, dass er weiß ist in der Realität. Und dann wird ein Weißabgleich gemacht und das funktioniert hier ganz gut. Hier ein weiteres Beispiel. Zuerst das Basic Glatt nutzen. Pipette. Und hier finde ich, hat es nicht ganz so gut funktioniert. Das seht ihr auch. Hier ist noch viel zu viel Blau in den Höhen. Das kann natürlich das Licht hier hinten sein, was die Blautöne zeigt. Aber mein Trick und was ich da nutze, man kann natürlich hier die Farbtemperatur ändern, dann ändert man sie aber für den kompletten Frame, also für das komplette Bild, Höhen, Mitten und Tiefen gleichzeitig. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich, ihr könnt im Bereich Color Wheels and Match im Lumetri Color Panel mit diesen drei Wheels, also mit diesen drei Farbrädern, Höhen, Mitten und Tiefen, die einzelnen Bereiche getrennt voneinander in der Farbtemperatur verändern. Ihr könnt die Schatten zum Beispiel hier. Und ihr seht, mein Gesicht bleibt, da ich die Mitten in der normalen Einstellung belassen habe, relativ gut in dem Farbton, den wir am Anfang gewählt hatten. Hier kann man es vielleicht noch besser sehen. Ich gehe erstmal wieder in die Basics. Das Glatt aus. Ich mache vielleicht hier die Highlights mal ein bisschen runter. Weil hier viel, ja, zu viel Licht war. Es waren einfach zu viel Höhen. Dann gehen wir hierher und nehmen das White Balance Selector Tool, die Pipette. Ich finde, es hat ein bisschen zu roten Stich, gerade hier. Und dann nehme ich einfach hier das Tool in den Highlights und ziehe es mir hier noch ein bisschen kälter, also mehr an die Blautöne. Ganz wichtig, wenn ihr den Weißabgleich oder Farbkorrektur im Allgemeinen macht, ist natürlich das Lumetri Scopes Panel. Ich habe mir hier diese drei Scopes ausgewählt. Das ist der Vector Scope, Parade und Waveform. Waveform ist hier unten und da, ich mache es mal ein bisschen größer, könnt ihr sehen, dass wenn wir hier mit diesen Color Wheels arbeiten, quasi hier sind die Höhen und hier die Tiefen, wo ihr die einzelnen Farben dazufügt oder verändert. Also wenn ich jetzt hier in den Highlights mehr Richtung Blau gehe, ändert sich das hier oben und hier unten ist jetzt nicht so viel passiert. Also der Schattenbereich und in die Mitten reicht es natürlich ein bisschen mit rein, aber grundsätzlich sind die Mitten ähnlich geblieben. Also alles, was die höchste Helligkeit hat, hat jetzt mehr Blautöne bekommen, weil ich das hier in den Highlights blau hinzugefügt habe. Und so könnt ihr natürlich auch im Schatten
oder in den Tiefen, jetzt zum Beispiel Rot Richtung Magenta gehen und hier kommen dann mehr Rottöne. Also ihr könnt das Bild in den drei Abstufungen Schatten, Mitten und Höhen in der Farbtemperatur verändern, was es manchmal noch ja, ein bisschen einfacher macht oder genauer zum Ziel bringt im Vergleich zum Basic Tab hier oben, wenn ihr den White Balance Selector nehmt oder hier die Farbtemperatur und Tint verwendet, weil das immer aufs ganze Bild wirkt. Also das ist mein Tipp zum Weiß Ableich in Premiere Pro. Ich hoffe, der Tipp hilft euch bei den nächsten Videos weiter, die ihr bearbeitet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal für weitere Videos, schreibt Kommentare unter das Video. Bis bald.